Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und wir sind mittendrin in den Wehen. Und sind mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Also, ich meine, ja, Babys. Entweder eins oder zwei. Und du gehst jetzt erstmal baden auf den Schreck. Oder auch erstmal aufs Klo und dann baden. Und das ist ja die erste Geburt, die wir auf dem Kinderspielplatz haben dürfen. Finde ich natürlich auch ganz toll. Haben wir, glaube ich, jetzt fast überall schon unser Kind auf die Welt gekriegt. So verteilt im Haus. Pamelo Collins wurde zu einer Party eingeladen. Okay. Wenn du dann auch noch hin möchtest, gerne. Ich bin mal auch gespannt, ob wir heute auch Geburtstag feiern können. Gut. Sehr gut, ja. Das können wir anscheinend. So, was geht ab? Was ist los? Was ist mit Outfitplan? Okay, das können wir gerne machen. Oh Mann, hast du es jetzt bald? Na? Der Hund wartet auch schon sehnsüchtig. Das kleine Mädchen wurde mit dem Merkmal "liebt die Natur" begeistert. Und begeistert geboren. Mit den Merkmalen liebt die Natur und begeistert geboren. Wie möchtest du sie nennen? Ach ja, vielleicht Olivia? Olivia. Genau so. Noch eins? Na komm. Du schaffst das. Ja, es ist noch eins. Oh mein Gott, ich liebe das. Und noch ein Mädchen. Olivia und Nadina. Klingt irgendwie ganz nett. Und noch eins. Aber ich glaube, der Haushalt ist viel zu groß. Das heißt, wir sind bei 48 Kindern. Sehr schön. Das heißt, ja, würdest du das jetzt mal ins Kinderbettchen bringen? Sehr schön. Können wir haufenweise Geburtstage feiern, ne? Für dich natürlich nicht. Aber für die Madeline, die darf dann ausziehen. Oder wir warten da halt noch, bis Nuria auch darf. Weil bei ihr dauert das ja auch nicht mehr so lange. Bei Pepone, das wird halt noch ein bisschen dauern, denke ich. Also so ein, zwei Schultage wahrscheinlich. Wo schleichst du dich jetzt schon wieder hin? So, ja, was wird denn hier jetzt gemacht? Erstmal anderer Plan. Wir werden jetzt erstmal die Kleinen kuscheln. Und was machst du? Flasche geben. So, dann müssten wir der Kleinen dann auch irgendwann das Sprechen und Laufen beibringen. Was machst du jetzt? Hä?
Oh Mann, wisst ihr echt nicht, wo ihr irgendwie die Babys hier mal rein dingsen könnt? So. Dann brauchen wir Torten. So, die kommt jetzt mal darüber. Und die kommt dahin. Sehr gut. Das heißt, du darfst Kerzen auspusten. Und Dina wird jetzt älter. Na, kommst du jetzt her mit dem kleinen mit dem Baby. Oh, nein, nicht schon wieder. Nein. Kann jemand die Feuerwehr rufen? Kann jemand mal hier aus dem Weg gehen? Kannst du mal hier das Baby kurz... Nein. Warte mal. Oh Gott, meine Fresse. Ja, die Feuerwehr kommt ja nicht von alleine. Kann das sein? Ich meine, die könnten das auch, ne? Feuerwehr anrufen. Und könntest du vielleicht, könnte ich dich dazu vielleicht begeistern, hier hinzugehen? Bitte? Und, du solltest eigentlich die... Achso, du löschst jetzt einfach die Flammen. Okay, gut. Kommt jetzt auch die Feuerwehr? Ja, perfekt. Wo? Ist da jemand Neues dabei? Hallo, nicht wegfahren. Wo? Wo ist er? Hallo, Feuerwehrmann. Wo bist du? Feuerwehrmann? Hallo, Feuerwehrmann? Hier muss doch jemand... Ah, warte, ist der nicht schon in unserer Wohnung drin? Hallo, Feuerwehrmann. Wo ist der Feuerwehrmann? Oh, da ist der Feuerwehrmann. Und wer bist du? Eine Frau. Super. Ganz toll. Das habe ich mir darunter sehr vorgestellt. Nicht in ein Stück nehmen. Wir waren eigentlich dabei, Geburtstag zu feiern. Nadina, bitte. Können wir dann wenigstens bei dem Baby jetzt mal weitermachen? Ich hoffe, dass das jetzt nicht auch noch brennt. Die Begeisterung ist wieder da. Ach ja. Ja, die Torten wirst du nicht los, ne? So. Dann noch die Olivia, bitte. So, ich bin mal gespannt, ob du jetzt ohne Brand, vielleicht hier jetzt Geburtstag Kerzen ausblasen kannst. Nein, kein Stück nehmen, sondern Kerzen auspusten. Aber wirklich sehr viel los, ne? Oh Mann, wie das einfach auf dem Boden rumliegt. Ah. Ach, guck mal, die hat ja jetzt auch blaue Strähnchen. Ist ja süß.
So, gut. Da Madeline so fleißig in der Schule war, darfst du dir ein Merkmal aussuchen. Hoffnungslos romantisch. So, können wir uns jetzt mal ein Stück vielleicht mal nehmen? Du hast Hunger. Ah, gut. Lebenswunsch für Madeline. Küstenretterin, Studienfach, Spitzen. Linksbums, Meistermixerin. Ich denke mal, damit wirst du bestimmt glücklich. So, und du darfst dir gerne auch ein Stück nehmen. Und du gehst. Was ist denn jetzt schon wieder? Kommt das jetzt mit den unehelichen Kindern wieder? Ja, dass Rhonda Collins ein uneheliches Kind hat. Ja, wir haben schon 48. Oh, ach nee, das ist ja eine weibliche Dings. Bringt uns natürlich nichts, ne? Und hier wird jetzt fleißig gegessen. So, dann packen wir das alles mal in den... Nein, du musst dir jetzt nicht noch ein Stück nehmen, Madame. Gehst jetzt erstmal auf die Toilette. Und dann sehen wir mal weiter, was hier noch gemacht werden muss. Müssen ja erstmal die Kinder wieder zusammensuchen, die hier rumsitzen. So, die Oksana, die hat Hunger. Dann kriegt die... Was ist los? Achso. Hat Stufe 3 in, hat für die Fähigkeit Steckbox soeben Level 3 erreicht. Das ist doch schön. So, wie sieht's denn mit den anderen aus? Da können wir ja zumindest mal gucken, dass wir der Olivia aufs Töpfchen beibringen. Wir werden jetzt nicht ans Telefon gehen. Nein, ins Kinderbett wird die jetzt auch noch nicht gelegt. Du kannst noch ein bisschen mit dem Sprechen da weitermachen. Ich glaube, da sind wir auch nicht so weit gekommen. Dann geh doch schlafen, Junge, wenn du müde bist. Nadina beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ja, das können wir dann auch noch machen. Wir müssen auch gucken, dass wir das Outfit mal neu planen. So, perfekt. Und die Pfützen kannst du dann auch noch aufwischen. Die hätte eigentlich noch Hunger gehabt, die Kleine, aber nun gut. Die schläft jetzt auch. Ich denke mal, am Wochenende können wir dann auch den Geburtstag von der Dings feiern. Also von der Oksana. Und dann kann die nämlich auch mit in die Schule gehen. Der Peppone, der hat ja... Nee, der Camillo, der hat ja erst nächste Woche seinen Schulbeginn. Hm,
Nee, die muss jetzt erst noch aufs Klo. Oh, meine Fresse. Lass dich doch nicht von deinen Plänen abbringen, Mädel. Geh aufs Klo. Und du kannst ja mal die Hände waschen. Um dich mal ein bisschen zu beschäftigen. Und warum schläfst du nicht? Du bist schon ausgeschlafen? Geht denn das jetzt bitte? Dann kannst du ja hier oben ein bisschen Schaukelrodeo machen. So, ihr seid. Oh. Kannst du der Kleinen hier dann mal das Fläschchen geben? Und dann die Oksana ins Kinderbett legen. Was ist jetzt schon wieder passiert? Wir kommen nicht zum Schlafen, ne? So, dann werden wir der Kleinen mal die schmutzigen Windeln wechseln und dann auch beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Auch wenn die liebe Rhonda halt auch schon ziemlich müde ist. Aber dann können die beiden nämlich aufs Töpfchen gehen. Und dann ist das nämlich schon mal erledigt. Und dann kann ich denen einfach sagen, ja, geht aufs Töpfchen. Oder die kommen selber halt auf die Idee. Und noch einmal bitte. Ja, perfekt. Ach Mann, wie kann das denn sein, dass du jetzt schon wach bist? Ach Mann. Gut, dann kriegst du jetzt noch das Fläschchen. Und die andere werde ich jetzt. Wow. Aufs Bett. Ich meine, ins Kinderbettchen legen. Ja, wird's jetzt bald? Und dann, wenn wir die Nadina ins Bett bringen. Nee, Quatsch, die Olivia. Weil die muss jetzt hier nicht klimpern, ne? Und dann darfst du dich endlich auch mal ins Bett hauen. Oh Mann, oh Mann. So, schön, dass du Hausaufgaben machst, dann werden deine Noten nämlich auch schnell besser. Aber ich könnte eigentlich dann auch Madeline rausschmeißen. Weil, wie schon gesagt, ich meine, bei Noria wird es wahrscheinlich auch nicht mal lange dauern. Und dann können die beiden halt zusammen raus. Aus dem Haus. Und du machst auch Hausaufgaben. Sehr schön. Und wann wird unser Zonk? 7 Tage noch. Dann ist er auch ein großer Wuff-Wuff. Kannst ruhig ein bisschen mehr mit dem Kleinen spielen. So, wie lange schläfst du? Bis 18 Uhr, wow. Anruf ignorieren. Nicht Wasserbombenschlacht. Kleine steht auch bald, wird auch bald wach.
ja. So, aber meine Lieben, ich denke mal, es wird wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und du isst Kuchen. Den schönen, leckeren Kuchen. Du hast doch kein Geist. Nee, ist doch schon in Ordnung. Wenn man Hunger hat, dann kann man auch um 11 kann man auch ein Kuchenstück mal essen. So, aber ich mache einen Cut und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss!